Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem PAX Trader. Und heute habe ich eine Mail Day bekommen, beziehungsweise einen Brief von Football Karten Stickers. Wir haben nämlich getauscht und er hat sein Video auch schon von meiner Post hochgeladen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ich glaube Mail Day 26 von ihm. Und ja. Dann öffne ich das Ganze hier mal. Noch eine Schere, falls das nicht so abgeht. Ne, geht schwer. Okay. Also, vorweg kann ich sagen, hier ist die Tüte auf jeden Fall leer. Wunderschön eingepackt, wie ich finde. Also da schon mal ein Daumen nach oben. Und wollen wir das hier mal auspacken. So, da haben wir auf jeden Fall hier die Packs, die ich haben wollte. Also unser Tausch war ja nur Packs und hier sind noch extra Karten drin. Also unser Tausch war 10 Päckchen mit 10 Spielern drin gegen 10 Päckchen, also 10 Päckchen der Deutschen, die ich ihm gesendet habe. Und dann halt noch die Sportbild, die ihr in dem Video von ihm seht. Also auf jeden Fall die 10 Päckchen mal. Also, hier haben wir die 10er Päckchen. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich glaube, ach so, ja, ich habe ihm was Falsches erzählt. Es waren 12 Packs gegen 10 Packs. Weil ich habe ihm ja noch die Sportbilder zugepackt. Entschuldigung dafür auf jeden Fall. Die Packs hier, so sehen sie aus. Meistens ein anderes Cover vorne drauf. Es gibt dieses Cover hier, dieses und dieses. Dann hat er mir noch 3 extra Päckchen gesendet mit 5 Spielern drin. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Thank you, Football Karten Stickers. And yes, I hope for a next deal with you. Yo. Da hat er mir noch ein paar extra Karten gegeben. Das habe ich leider bei meinem Brief, den ich ihm gesendet habe, vergessen, ihn extra reinzulegen. Auf jeden Fall haben wir hier von den WM-Karten Helga Postiga, David Villa, Jepes, Pletikosa, Kaklenal, Rising Star und Karim Bonxima, Starplayer. Thanks Football Karten Stickers. Dann haben wir hier noch den England Superstar von den WM-Karten. Dann haben wir hier noch 2 von den BVA Kärtchen. Da freue ich mich auch richtig drüber, weil ich habe noch keine Karten von den BVA Serie. Und ja, dann haben wir hier noch The Match Number One Football Magazin World Football Stars. Entschuldigung dafür, wenn ich nicht direkt in die Kamera halte. Auf jeden Fall haben wir hier Sergio Busquets. Also die Karten kenne ich überhaupt nicht. Sergio Busquets, Giorgio Cellini, Karim Benzema, Daniele De Rossi und Mario Gomez. Sehr schön. Very nice Football Karten Stickers. Und da haben wir noch was.
eine limitierte Edition von den Magitek 12, 13 extra. Also Magitek 12, 13 extra. Eine limitierte Joe Hart. Vielen Dank dafür. Football-Karten-Stickers. Thank you very much. And yes, I hope for next deal, the second deal. And yes. Da haben wir noch Euro 2012 Karten. Ein paar. Hier. England Superstar, German DV. Dann irgendein polnischer Spieler. Dann Michael Lustig und Milan Baroš. Dann habe ich hier noch zwei von den WM-Karten, Mascherano und Destro. Also, ich hätte nicht gedacht, dass er mir so viele Extra-Karten gibt und dann noch so solche geile Extras und noch drei Extra-Packs. Auf jeden Fall mit Football-Karten, Stickers kann man auf jeden Fall immer tauschen. Und wenn man mit ihnen noch nicht getauscht hat, muss man halt als erstes senden, aber das ist eigentlich relativ egal, finde ich. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, die Päckchen werde ich in der nächsten Folge öffnen, außer ich öffne jetzt ein 5er-Pack für euch. Und ja, hier schauen wir noch rauf. 440 Karten kann man sammeln. Mache ich mal das erste Booster hier auf. So, da haben wir einen Abwehrspieler von Southampton. Und da haben wir Klein. 4,5 Millionen Marktwert. Sehr schön. Also ich werde die englischen Karten auf jeden Fall sammeln. Dann haben wir noch einen Verteidiger von Norwich City. Und es ist Russell Martin oder ja, Martin. 5 Millionen Marktwert. Dann ein Mittelfeldspieler von Newcastle. Es ist Moussa Sissoko. 6 Millionen Marktwert. Ein Mittelfeldspieler von Man U. Es ist Ashley Young. 7,5 Millionen Marktwert. Sehr schöne Karte. Also die englischen Karten sehen richtig nice aus, wie ich finde. Und dann haben wir hier noch Clichy. Der Linksverteidiger, der Franzose von Manchester City. 6 Millionen Marktwert. Und ja, das war's erstmal. Und dann, ja. Dann würde ich mal sagen, in den nächsten Videos werde ich diese Packs hier öffnen. Also auf jeden Fall nicht alle, ein paar werde ich noch alleine öffnen. Und dann, auf jeden Fall, thank you so much, Football Karten Stickers. And yes, goodbye. And I hope for a second deal. Thank you. And haut da rein, Leute.